Sie steht auf dem Schulhof im schwarzen Kleid, die Lehrer schauen besorgt. Sie tut ihnen leid mit ihren Seidenhandschuhen und der schwarzen Rose auf der totengeköpften Frühstücksdose. Schwarz ist ihre Milch, auch ihr Brot ist schwarz-grau und obendrauf gibt's nur Blutwurst statt Schwartau. Sie schaut traurig nach unten auf den Fuß voller Blut. Das wurde ihr erst gestern auf den Knöchel tattoot. Sie ist ein echter Exot. Hier in der 2D der städtischen Gemeinschaftsgrundschule am See, doch hinter ihren pechschwarz gefärbten Strähnen vermischt sich ihr Mascara mit echten Tränen und sie fragt sich, liebe Mutter, warum das alles nur? Andere Eltern hörten doch auch Helene Fischer und pur Gothenkind. Sie ist ein Gothenkind. Sie ist schwarz wie ihr Kaffeeweihnacht. Sie steht auf dem Friedhof im schwarzen Talar. Ihre Mutter hat Geburtstag und alle sind da. Im offenen Sarg wird das Schwarzbier gekühlt. Nie zuvor hat sie sich so alleine gefühlt. Niemand sagt ein paar Worte, hier ein Kauz, dort ein Hirsch. Schwarz ist die Torte, aber nicht Schwarzwälder Kirsch. Nur zum Ende der Nacht schlachten sie noch ein Schaf aus Pappmaché, aus dem Bastelbedarf. Und ihr Opa kommt zu ihr, gerade frisch gepierst. Und er fragt sie, weißt du schon, was du mal werden wirst, wenn du groß bist, aber noch nicht äußerlich tot. Und sie denkt ganz kurz nach und wird rot. Sie hat sich schon so oft diese Frage gestellt, doch die Antwort schweigt sie sonst nur hinaus in die Welt, weil sie ganz genau weiß, wie enttäuscht alle sind, wenn sie ihrer Familie die Hoffnung nimmt. Sie weiß, ihre Mutter fände es absolut gut, hätte sie ihr eigenes Bestattungsinstitut oder einen guten Job in der Pathologie. Doch stattdessen sagt sie, ach weißt du, Opi, ich wär gerne eine Planerin von Kinderpartys. Da erzähle ich Witze und verteile Smarties. Wir verkleiden uns alle als Pirat oder Clown. Und ich mach ein paar Tricks und bring die Kinder zum Staunen. Überall ist es bunt, dekoriert und voll Glitzer. Alle Kinder sind am Lachen, es gibt Pommes und Pizza. Ich dreh Luftballontiere vom Hund bis zum Panther und jeder macht Bäuerchen wegen viel zu viel Fanta und wir tanzen und singen und da schweigt sie abrupt, da ihre Mutter geschockt um die Ecke guckt und diese wird totenbleich, falls das überhaupt noch geht, weil sie wie so viele Eltern ihr Kind nicht versteht und die Mutter fragt enttäuscht, warum das alles nur? Andere Kinder hören doch auch Bauhaus und The Cure, Gothenkind. Sie ist ein Gothenkind. Sie ist schwarz wie ihr Kaffeeweihnacht. Sie ist ein Gothenkind, ein echtes Gothenkind. Sie ist schwarz wie ihr Kaffeeweihnacht.